Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 30.08.2022. Und zum Montag hat sich unser DAX hier ein gutes Stück aus dem Dreck rausgezogen gekriegt wieder. Man muss allerdings auch sagen, viel ist es nicht gewesen im Verhältnis zu dem, was am Freitag runterkam. Na, es ist ja so ein heißer Tropfen auf den Stein. Aber wenn wir uns an gestern erinnern oder an die Analyse für den Montag, war eben gesagt, wenn der einen Konter machen will, gibt es nur zwei technische Formen oder Möglichkeiten, wie ihm das oft gelingt. Und das ist Abwärtskappen und direkt Closen. Und die zweite Variante haben wir auch durchgesprochen. So, und es ist geworden, Abwärtskappen und direkt Closen. Und Erholungsziele sollte dann sein 39, 79, wobei ich gar nicht weiß, hatten wir die 39 als hier in der Wochenanalyse oder nur am Verteiler, ich bin mir gerade nicht sicher. 39, 79 sollte die erste sein, dann 13,50, 13,130. Ja. Die erste Station haben wir erreicht. Im Hoch hat er gesetzt 9,45 knapp, ne? Wo ist es hoch? 9,47 sogar, also knapp 9,50. Ich denke, wenn er jetzt zum Dienstag in den nächsten Anlauf geht, wird es wahrscheinlich dann auch gar nicht die 13,50 werden, sondern eher sowas Richtung 13,80, 13,90 hier bis 13,130. Das wäre für mich jetzt so die zweite Erholungsstation nach der ersten. Ja, also auch die 69 seht ihr hier als Linie. Nicht ganz bedient, ist aber für mich okay, ist abgearbeitet. Da hat er jetzt, keine Ahnung, 6 Stunden dran rumgefuchtelt, 10 Punkte drunter. Da wird er jetzt nicht da an 10 Punkte drüber Marke oder an einer Marke, die 10 Punkte über den letzten hoch liegt, sich nicht mehr viel drauf anhalten. Sich nicht mehr viel dran aufhalten. Das heißt, drückt er sich hoch über die Hochs vom Montag am Dienstag, kann er durchaus dann in die nächste Etappe reingehen und das wäre so der Bereich ab 13,50, eher aber 13,80, 13,85 bis hoch an die 13,130. Das ist nochmal eine schöne Zone, aus der er gut nach unten zurückdrehen kann. Eigentlich kann er das auch von hier. Hat sogar zum Abend hin schon ein bisschen angefangen abzudrehen. Also wäre es nicht verwunderlich, wenn er noch ein bisschen nach unten tritt. Ich sag mal, wenn das bloß ein 8,30 wird, 8,50. Nee, eigentlich nicht, mehr möchte ich gar nicht. 8,50 oder 8,30 und er dreht sich dann wieder auf. Dann wäre das fein, dann ist das okay. Dann kann er weiter in der Erholung noch spielen. Die Erholung ist momentan trotzdem relativ zäh, ja, muss man jetzt schon sagen. Also im Gegensatz zu der Abwärtsbewegung, sodass man schon deutlicher aufpassen sollte, auch an solchen Bereichen wie der 13,80 dann, ne, dass er sich dann nicht zu sehr nach unten wieder wegdistanziert. Also umso träger er kommt, umso eher reagiert er halt an solchen Bereichen hier wieder nach unten weg, ja. Und er hat jetzt einen ganzen Tag gebraucht, um die Power-Klicker-Punkte hier nach oben rechts zu arbeiten. Hat aber natürlich auch ein ganz schönes Gewicht im Nacken. Das darf man auch nicht vergessen. Also, ich sage mal, da dürfte auch keiner erwartet haben, dass das jetzt hier ein V nach oben wird. So, Punkt. Also, wir haben eine Erholung, wir haben eine Starterholung. Er hat das auch mit dem Exhausting Gap schon eingeleitet. Hat jetzt erste Erholungsstation erreicht. Gelingen wir jetzt weitere Hochs darüber, würde ich mit der nächsten Erholungsstation rechnen und die ist dann halt hier oben in dem Bereich. Sollte er uns aber abkippen, unter 12.800 rumfummeln und hier mit langen roten Kerzen jetzt am Dienstag wieder wegtreten, würde ich einen Turnaround Tuesday, wie man ihn kennt, gar nicht erwarten, sondern glauben, der läuft dann einfach den Montag wieder nach unten ab und setzt noch was drunter. Dann würde ich schon davon ausgehen, dass der Dienstag Richtung 700 eher geht. Vielleicht unsere 6,70 bedient hier unten, so ein bisschen das Band hier abholt, 6,50. Also ich sag mal im Groben zwischen 6,80 und 6,50 fände ich dann als nächstes interessant, wenn er Schwäche reinkriegt. Und ist auch zum Dienstag, denke ich, erreichbar. Er muss ja noch richtig durchrödeln und dann durch die 800 durchknallen. Ne? Also, ja. Punkt. Und noch 800 will ich nicht sehen. Wenn er Erholung weiterspielen will, dann sollte er sich vorher wieder hochdrehen. Fällt er tiefer, fällt er unter 800 zurück, dann gehe ich eher davon aus, dass wir in die 680 bis 650, 40 einlaufen da unten in dem Bereich, ne? Ja, okay. Erholungsziele haben wir besprochen, Rücklaufziele haben wir besprochen. Tagesstart können wir noch gucken, ob er wieder ins Band reingeschlossen hat oder ob er draußen geblieben ist. Das ist immer so ein kleiner Indikator, ob er in der Übertreibung ist noch oder nicht. Naja, auf dem Band, aber es geht schon eher Richtung in das Band. Also auf jeden Fall haben wir jetzt, ne, wir haben ja immer, wir haben gestern uns das angeguckt, diese roten Kerzen, ne, wie reagiert der DAX recht häufig darauf, haben festgestellt, öfter kommt halt noch ein Abwärtsgap und dann drückt er wieder hoch und geht dann auch ein paar Tage mehr zur Seite. Haben aber auch gesagt, man muss aber auch aufpassen, wenn ein Abwärtsgap kommt, zum Beispiel was offen bleibt und der aktiv weiter treibt im Trend, dann kann das noch richtig, richtig viele Punkte auch nach unten nach sich ziehen. Das ist erstmal nicht geworden. Also eine
Ich will nicht, ich will eigentlich das Wort gar nicht in den Mund nehmen. Eine Entwarnung, das Wort Entwarnung möchte ich eigentlich gar nicht in den Mund nehmen. Das kann man hier, das wäre jetzt wirklich noch ein bisschen dolle früh. Aber es hätte auch schon schlimmer aussehen können. Ja, und von daher ist es erstmal ein Gegenarbeiten. Es ist ein Bremsen auf einem alten Supportbereich. 850 bis 800 haben wir gesagt, das ist wichtig. Die kann nach oben ziehen. Genau das hat er getan. Ist auf der 800 gestartet nach oben. Das ist okay. Also da spreche ich auch jetzt nichts gegen ein bisschen mehr. Also gegen den Dienstag, der einfach noch die Erholung ausdehnt. Ja, muss auch nicht krass nach oben halten, ne? Es reicht einfach, so wie das jetzt am Montag war, dieses Rumgekleckere viel zur Seite, mach hoch, mach runter, mach hoch, mach runter, unterm Strich aber dann eher eine grüne Tageskerze Richtung 1380, das würde vollkommen reinpassen. Ja, gut, trotzdem, Risiko ist nicht raus, ne? Behalte das im Blick, wenn da neue Tiefs kommen, umschalten, sofort da sein, sofort reagieren und agieren. Ja, ich wünsche euch was, gutes Gelingen, wir hören uns morgen wieder, bis dahin, tschüss.